Das Relax 2000 mit den Tellern, wie wir sie bezeichnen, also der Lattenrost der Zukunft, macht den Menschen glücklich, weil er einfach in der Früh gesund und munter und vital aufstehen kann. Die international tätige Relax Natürlich Wohnen GmbH ging aus einem kleinen Tischlerbetrieb im Herzen des Salzburger Seenlandes hervor. Dieser wurde bereits in den 1970er Jahren von Herbert Siegel Senior auf dem Gelände des landwirtschaftlichen Betriebs seiner Eltern gegründet. Wir haben 1987 begonnen, uns umstrukturieren, um gesunde Produkte zu entwickeln und zu machen. Wir haben begonnen, Betteinsätze aus Naturmaterialien herzustellen und die in den Vertrieb zu bringen. Das hat am Anfang sehr gut funktioniert. Wir sind so schnell wie möglich auf die Kölner Messe gefahren, um unsere Produkte vorzustellen. Ein großer Rückschlag ist 1989 gekommen, da ist der Betrieb komplett abgebrannt und wir mussten uns neu ausrichten. Diesmal stand in Obertrum eine große Bau- und Möbeltischlerei in Flammen. Das waren halt schon so Ängste und alles miteinander, was halt dann schon sehr verbunden hat mit dem Ganzen. Diesen Rückschlag nutzte Herbert Siegel zur Neuausrichtung des Unternehmens und spezialisierte sich auf das Thema gesunder Schlaf. Durch die Neuausrichtung vom Betrieb haben wir uns spezialisiert auf Nettgestelle und Einsätze. Das geschäftlich sehr gut. Wir mussten so schnell wie möglich um Außennetzmitarbeiter schauen, damit wir den Möbelhandel und den Tischler mit besten Produkten versorgen können. Spezialisten wie Tischler, Schreiner, kleine Möbelhändler haben das Produkt aufgenommen, haben die Ausstellungen gemacht, haben eine super Beratung gemacht und haben das Produkt bestens verkauft. Der Erfolg der Relax-Produkte wuchs zusehends. Doch Herbert Siegel war bewusst, dass es immer neue Innovationen und eine ständige Weiterentwicklung braucht. Damit schlug auf der letzten IMM Cologne des vergangenen Jahrhunderts die Geburtsstunde des Relax 2000 Bettsystems. Und am Abend mit dem Außendienst bei den Gesprächen ergab sich so, wir müssen ein neues System bringen. Und das System muss ganz anders sein wie alle anderen. Es muss drei Dinge haben. Es muss punktelastisch sein, es muss verstellbar sein und es muss mindestens 70 mm Einsinktiefe haben. Unser Partner, den wir bereits schon seit Jahren hatten, es war die Firma Mach aus dem Burgenland. Die hat mit uns das Produkt entwickelt und wir konnten pünktlich am 1. Januar mit dem Relax 2000 auf den Markt gehen. Denn es hat geheißen, entweder stürzt die Welt ab oder ein neues Produkt wird die Welt beflügeln. Das Relax 2000 konnte sich rasch auf dem Markt etablieren und ist heute, trotz einiger Nachahmer, die unangefochtene Nummer 1 im Bereich der Naturbettsysteme. Wir haben Verkaufszahlen, wo wir eine gewisse Marktbeherrschung im deutschsprachigen Raum im Bereich Naturbetten haben. Wobei wir über die letzten 16 Jahre, seitdem es das Produkt gibt, pro Jahr ca. so 20% plus gemacht haben. Es ist uns wichtig, die Nachhaltigkeit in Hölzern aus europäischen Wäldern, die Produkte nach Möglichkeit nach kontrollierten biologischen Anbau bzw. im Bereich Latex auch die Prüfung auf die Natureinheit, dass einfach echte und wahre Produkte sind. Relax fühlt sich der Natur sehr verbunden und weiß, dass nur natürliche Produkte einen positiven Einfluss auf die Gesundheit des Menschen haben können. Unser Schwerpunkt war natürlich, die letzten 10, 15 Jahre immer das Produkt Relax 2000 weiterzuentwickeln, was uns auch sehr gut gelungen ist durch die Einführung des Zirbenholzes am Bettsystem, das eben zur Linderung der Herzfrequenz dienlich ist und somit sehr, sehr erfolgreich auch war. Die Produktion von Holztellern in dieser Qualität und in dieser Stückzahl ist nicht einfach. Aber für uns war immer schon das Wichtigste, die Qualität, die Flexibilität und Liefertreue zu gewährleisten. Und die kann man nur gewährleisten, wenn man wirklich die Produkte vor Ort fertigt und die Qualität kontrollieren kann. Wir haben dann in Obertrum begonnen, die Lattenrostfertigung zu modernisieren. Denn zwei CNC-Maschinen reichten nicht aus, die Leisten zu fertigen, die wir brauchen für den Markt. Wir haben eine Großanschaffung gemacht, eine Lattenrostfertigungsanlage in Betrieb genommen und die fertigt jetzt die Leisten in fünffacher Zeit wie früher zwei andere Maschinen.
Wir haben uns dann entschieden, die Näherei der Matratzen im eigenen Land zu machen. Wir haben jetzt gerade eine neue Matratzenhüllenfertigung in Betrieb genommen, damit wir alle Anforderungen, die der Kunde wünscht, auf Lieferzeit und Qualität wirklich in den Griff haben. Bei der Produktion in der Region ist es Relax auch ein besonderes Anliegen, integrative Projekte zu unterstützen. So besteht bereits seit vielen Jahren eine Kooperation mit ProMente Salzburg und der Chiemgauer Lebenshilfe. Die drei Behindertenwerkstätten machen das schon seit Jahrzehnten eigentlich für uns. Die bauen die Systeme komplett zusammen. Das hat für uns den Vorteil, dass wir auf Erzeugungsspitzen bauen können. Die bauen für uns die Produkte komplett fertig zusammen und wir kümmern uns dann um die Auslieferung. Also wir produzieren seit fast 10 Jahren für Relax die Lattenroste in verschiedenen Ausführungen. Wir haben da einen kleinen Standort Holzwerkstatt. Wir haben insgesamt im Moment 37 Menschen mit Behinderung. Es ist aber ein sehr schöner Auftrag. Meine Leute mögen es gern. Es ist sehr abwechslungsreich. Man kann so ein bisschen durchwechseln. Es macht fast keiner immer das Gleiche. Mit dem effizienten Produktionsablauf in der Region kann Relax in kurzer Zeit individuell auf die Wünsche der Kunden eingehen und Lieferengpässe vermeiden. So sind die Relax-Produkte schnell in den Fachgeschäften und damit auch schnell bei den Endkunden. Wir sind auch glücklich, dass wir so gute Partner haben, die das Produkt für uns verkaufen. Denn die verkaufen nicht nur das Produkt, sondern die verkaufen unsere Gemeinsamkeit.